Eine Woche nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl ist Donald Trump von Präsident Joe Biden im Weißen Haus in Washington empfangen worden. Der Demokrat Biden begrüßte seinen republikanischen Nachfolger per Handschlag im Oval Office, um mit ihm die Übergabe der Amtsgeschäfte zu besprechen. Trump dankte Biden für dessen Zusicherung, für eine friedliche und geordnete Übergabe zu sorgen. Trump hatte nach seiner Wahlniederlage gegen den Demokraten im Jahr 2020 einen ordnungsgemäßen Übergang verweigert. Er verbreitete die Falschbehauptung vom Wahlbetrug, an der er bis heute festhält.